überlege, ob ich jetzt noch schnell Gesslor anhänge, dann habe ich wieder. Na, wobei, dann habe ich 2 Stunden und nicht 4. Wie spät haben wir es? 12:30. Ja, komm, Gesslor mache ich noch, dann habe ich die Reihe durch. Ja, mache ich. Also, Gesslor ist so ein Goblin mit so einer geilen Erfindung auf dem Rücken. Kann man eigentlich blau und rot. Immer nehmen wir blau, sieht cool aus, weil ich mag dunkelgrüne Goblins. Ja, als Elite-Gesslor sieht er aus wie so ein Soldat mit Pickelhaube, also ein Deutscher. Zirkus-Gesslor war wieder so ein April-Scherz, glaube ich. Sieht aber gar nicht mal so kacke aus, es ist witzig, aber na gut. Und Gesslonaut, so ein Asianer, sieht auch ganz schön cool aus. Vor allem auch wieder episch die beiden, das heißt, die Sachen sind so ein bisschen angepasst. Also hier kriegt er so eine Alien-Raumschiffe als Geschütze. Reittiere. Nehme ich erstmal auch wieder die Hearthstone-Karte. Fähigkeiten, Gesslor, Spezialist im Nahkampf. Schwierigkeitsgrad Mittel. Ich finde ihn, ja, Mittel ist schon okay, weil er ist relativ leicht zu spielen, reinzukommen. Aber damit man mit ihm wirklich effektiv ist, ist es schon wieder relativ schwer, vor allem weil er Nahkampf-Spezialist ist. Also er muss immer nah rangehen, obwohl er wirklich nicht viel aushält. Ja, auf Q hat er den G-Schützturm. Er schafft einen Geschützturm, der auf Gegner in der Nähe schießt. Das heißt, die machen den Scheiß ein, und wenn man sie in Büsche stellt und der Gegner verfolgt einen, dann kriegen die aufs Maul. Dann der Todeslaser, schöne Leadspeak, das eigentlich müsste ja komplett groß geschrieben sein, lädt einen Laser auf und feuert ihn ab. Der Schaden und die Reichweite erhöhen sich mit der Aufladezeit. 3 Sekunden ist das Maximum. Dann vibriert er so, aber man kann ihn halt aufgeladen lassen, also er geht dann nicht automatisch los. Und der Explodium-Sprengsatz wirft eine Zeitbombe, die Gegner im Wirkungsbereich betäubt und ihnen Schaden zufügt. Die ist extrem stark, aber 2,5 Sekunden. Das heißt, die Gegner haben mehr als genug Zeit, ganz gemächlich rauszulaufen. Aber in einem Gruppenkampf, wo es unübersichtlich ist, ist natürlich ein geiles Teil. Wiederverwerten Geschütztürme und G-Schütztürme und Gebäude hinterlassen Schrott, die der Mana regeneriert und Abklingzeiten zurücksetzt. Kann man noch weiter verstärken, dass man viel mehr Schrott findet, auch durch Diener und alles sowas. Ist natürlich wichtig, damit er mal seine Geschütze bestellen kann. Ja, Gesslor spielt sich auch wieder auf 2 Arten und Weisen. Das habe ich jetzt wieder bei den letzten beiden vergessen. Keltas ist natürlich Gruppe. Also der Phönix zielt eher auf die Gruppe ab und der Pyroschlag eher auf Single Target. Wobei der natürlich auch AOE macht und der Phönix auch gut sein kann um Single Target. Chen aus der vorletzten Folge. Wandern ist fast natürlich, um einen rauszupicken, und Sturm, Erde und Feuer, um zu überleben und so ein bisschen Gruppenschaden zu machen, weil es einfach total chaotisch ist mit 3 Viechern. Illidan, Metamorphose, natürlich auch wieder für die Gruppenkämpfe und die Jagd natürlich, um einzeln rauszupicken. Ja, und bei Gesslor ist natürlich Spezialist, das heißt, Robogoblin verwandelt sich dauerhaft und verursacht erhöhten Belagerungsschaden, ist natürlich gut, um zu belagern, logischerweise, und die Gravibombe 3000 zieht Gegner zum Mittelpunkt und explodiert. Ist, also Robogoblin ist auch für Einzelschaden relativ gut, wäre auf Level 20 aber erst. Aber er wird halt dadurch auch stärker. Dauerhaft? Er wird doch nicht dauerhaft zum Robo-Goblin. Doch, tatsächlich. Das wusste ich gar nicht. Früher musste man ihn, glaube ich, noch drücken. Und die Gravibombe zusammen mit dem Explosion-Sprengsatz und Todeslaser und ein paar gut platzierten Geschütztürme ist natürlich fatal für den Gegner. So, dann machen wir mal. Andere Skins habe ich ja noch nicht, weil der erste Level 5 ist. Weil Gesslor ist auch nicht so mein Held. Warum hat er eigentlich keine Schuhe an? Ach, ich glaube, das ist so ein Überlebender, ne? Nee, Moment, ey. Gesslor ist aus Booty Bay, ist ein alter Goblin, ist ein neutraler Goblin. Der gehört gar nicht zur Horde. Na ja, gut. So viel dazu. So, und dann haben wir nur noch eine Reihe vor uns. Und halt die Freehelden, beziehungsweise die ich noch nicht gekauft habe. Oder jeweils die neuen. Oh, 5, die richtig Schaden machen und einer, der belagert. Okay, ich gehe ganz nach unten. Dann bildet es ja jetzt. Und guckt dann, ob ich den oben helfen muss. Ich werde mal dafür sorgen, dass ich ihn helfe. So, Gesslor habe ich ewig nicht gespielt. Das war einer der ersten Helden, den ich auf Level 5 gebracht habe, um ihn loszuwerden, weil ich ihn, wie gesagt, nicht gut spielen kann. Ich muss erstmal wieder gucken, wie weit seine Geschütztürme reichen. Wie heißt es denn, auf Englisch sein Skill, heißt ja nicht G-Schütztürm, sondern T-Arret oder so wahrscheinlich. C-Annon. Ne, G-Schütztürm macht ja schon zumindest Sinn wegen dem G. Muss ich danach mal nachgucken? Das interessiert mich halt.
So, Regenerationsmeister, sammle Regenerationskugeln, um die Lebensregeneration zu erhöhen. Schrottomatischer Schmelzer erhöht das wiederhergestellte Mana. Zerlegt erhöht die Abklingzeit von Minion durch Schrott. Mehr Wumms verursacht mehr Schaden bei der Granate und demoliere automatisch Scheinwerfer auf Gebäude. Zerstör Munition verursachen zusätzlichen Schaden. Ich gehe mal auf. 5, 4, 3, 2, wer auch immer mir zuerst hilft, bekommt den Goldmütze. Der weiß anscheinend nicht, wofür Gizlo da ist. Erledigt. Schnamme. Oh Gott, gibt es halt schon mal. Das ist so witzig. Ich bin ganz schlecht mit Gizlo. Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier machen soll, wirklich. Oh, oh. Das war doof von ihr. Getriebe eingestellt. Kann ich ihn da das Licht der Sonne kannst du jetzt stärken. Eingestellt. Wenn du deiner ganzen Herrlichkeit erstrahlen. Macht Baller jetzt da unten. Gebt diesem Helden den Rest. Kein Mana mehr. Oh. Hat sich gefickt. Das war es wert. Komm. Überlegenheit verringert die durch nicht-heroische Gegner erlittenen Schaden. Den durch nicht-heroische Gegner erlittenen Schaden. Aus Alp macht neue gegnerische Diener können Schrott fallen lassen. Dampfdruckfäuste automatisch angefangen die Dauer vom Geschützturm. Goblin-Fusion erhöht nach der fügt nach der maximalen Aufnahme eine weitere Ladung hinzu. Befeuer aktivieren, um einen Diener mit Lebenspunkten und Schaden zu gewinnen. Ja. Kiki King Lord Bolton. Das Arschloch. Jetzt auch nicht die vorsichtigste. Ja, nicht schlecht. Ein vortrefflich. Ich habe das nicht alleine, glaube ich. Magie schlummert in allem der Tempel. Entschließe, sie zu entfesseln. Geht schneller. Gar nichts cool. So ein Fluss versteckt Söldner in der Nähe, ist natürlich auch wieder geil zum Belagern. Geschützturm XL, Geschütztürme können mehrere Ziele angreifen. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Motorschnee, Geschütztürme verlangsamen EC, erste Hilfe aktivieren, um wieder Zeit geil zu werden. Viewanfall aktivieren, um Gebäude zu doppeln und Munition zu sammeln. Er ist Belagerer und nicht Reparateur, also. Geschützturm XL.
Ja, nee, ist klar. Die Ärzte. Sucht schnell einen Heilbrunnen auf. Könnte auch so eine Hommage an Austin Powers sein. Den Lord Bolten genannt? Wirklich Lord Bolten. Das muss auch aus irgendeiner mitteleuropäischen Sprache kommen. Der ist nicht ein Bolton, wird der glaube ich beschrieben. Da hat uns mal belagert da oben wieder fröhlich. Robo-Goblin erhält den Schaden automatisch durch der Angriffe gegen Diener zu erinnern Gebäude. Gravibombe 3000 sind gegen Arno für den Schaden. Los! Okay, der Gravibombe muss ich mich aber erstmal befassen. Die war ja mal richtig schlecht. Alle so zerfetzt worden. Was hat alle die gefragt? Deine sieht auch. Ja, wir sind alle verpeilt. Ich bin scheiß Gaslow. Echt keine gute Zusammenstellung. Mir geht's gut. Das war ein leichtes. Das Licht der Sonne in dem Tempel. Brennender Zorn fügt Gegner in der Nähe Schaden zu. Geschützleger erhöht die Anzahl der maximalen Geschützumladung. Die man sonst zerfetzer Marke BAM. Verlangsamt Helden und friert Diener ein. Sprinten. Aktivieren und die Bewegungsgeschwindigkeit. Die Tempel sind von meinen Geschützleger. Sterblichen in ihre Nähe. Halt. Jawohl. Ja, ihr seid nicht unbegabt, das muss ich zugeben. Der Vor ist gefallen. Jemand anders irgendwie spielen kann. Ein vortrefflicher Tropfen. Geht doch unten hin. Statt da oben zu gammeln. Das sieht irgendwie cool aus, diese Geschütze vor allem. Es ist ein Roboter, der selber zielen muss. Und mit Hitze angetrieben wird. Steampunk. Wobei Steam ist ja Dampf. Ich brauch da gar nicht hin. Ich schlage vor, wir machen diese Söldner.
Wobei, wenn ihr jetzt schaut, wenn ihr einen Pep macht, könnt ihr ja wirklich... Ich kann aber auch das Wenn hier dran ziehen. Ich denke, das Ding muss nur herkommen. Damit komme ich klar. So. Jetzt ist eh schon zu spät. Wenn keiner soll kommen. Gut. Das war natürlich jetzt dumm, oder? Langstreckengeschütze wird die Angriffsfähigkeit von Geschützten. Sprengfixhandel gewährt eine zusätzliche Bombladung. Hypertrichterspulen geht Todesschnitt Laser schneller wieder aus. Dann können wir nur einen Schütze öffnen. Das mal gucken, ob das mit der Gravitation funktioniert. Aber wo dreht sich das Ding denn jetzt um? Ich möchte auch sowas freundlicherweise hinweisen. Fahr doch nicht hin, drück B, reck dich und dann geh hin. Aber aus dem Nexus bist du eh schneller. Das hat schon mal so richtig klein. Bist du schon bereit? Wir sollten dieses Söldnerlager einnehmen. Nein, ganz sicher nicht. Jetzt schaff's ja wohl. Ja, er kann auch zweimal. Ah ne, das war seine Ulti. Was macht Kiki da? Kiki. Das war gut gesehen, aber schlecht beschossen. Mecha läuft die Kelten zusätzlichen Schaden zu, ja, dafür wäre halt auf Level 20 das andere, die andere Ulti besser gewesen. Schwarzes Löchlein erhöht den Radius und den Schaden. Zorn des Sturms sagt automatisch angespielen und springen auf Diener und Söldner über und verstärkt das Schild. Aktivieren um einen Schutzschild zu erlangen. Yeah.
Schattkatten da so ein Scheiß dran ist. Das ist echt cool. Immerhin. Das wird noch eine lange Runde, glaube ich, für die letzten drei Dinger hier. Oder die letzten drei. Also bei uns nur unten und oben durch. Also bei denen noch gar nicht durch. Momentan ist es in deren Favor. Jagt ihr mir selbst zu dritt, zu viert, zu viele. Einer noch nach oben, Jaina. Den anderen unten ist schön für mich. So schlecht mache ich die Türme aufstellen. Wenn die echt alle da unten ist. Kann man hier schon hin. Damit komm ich klar. Luxuria. Wir pushen unsere ganzen Lanes gerade. Okay, und den unten wird nicht mehr lange, aber. Oh meine Güte. Wow. Lass mal so eine Kurve laufen. Bloß nicht direkt einen Schritt raus machen. Sollen wir mit rotem Schild, sieht gut aus. Ich ping eine halbe Stunde vorher und regt sich später noch drüber auf, aber egal. Ja, mit Gaslow könnte man hier 200.000 stehen haben, wenn man ihn vernünftig beherrschen würde. Aber dazu gehöre ich nicht. Gut. War heute echt eine deprimierende Runde, weil sich mal wieder die Kernkompetenz der und natürlich die nettesten Leute da draußen der Mobile-Community gezeigt haben. Warcraft 3 Dota haben sie verdorben, Dota 2, LOL und jetzt sind sie schon bei Heroes. Geht leider nicht anders. Ich bin natürlich kein Profi, also wenn ich hier geflamed werde, meine Güte, aber die Leute wissen einfach nicht, wann Schluss ist und wie man sich gut benimmt und benehmen sich kindisch. Und ich Idiot gehe mal wieder drauf ein, ich weiß. Aber das war es auf jeden Fall erstmal wieder mit Heroes of the Storm. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lassen würdet. Und wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren.
Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wir haben nur noch eine Reihe und halt die Helden, die mir hier selbst noch fehlen. Na, Sibo kommt auf jeden Fall demnächst wahrscheinlich noch, wenn ich 10.000 Gold habe. Oder Zerat wird. Mal gucken. Hoffen wir mal, dass die anderen noch alle umsonst werden. Umsonst. Ja. Also in der Free-to-Play-Rotation sind. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao, ciao.